Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für und nun Freitag, den 7.2.2020. Und unser DAX hat hier nicht viel Hunger gehabt. Der hat sein Futter einfach stehen lassen. Hat sich eigentlich den ganzen Tag in, glaube ich, fast 70 oder 60 Punkte Range bewegt. Da müssen wir nicht viele Worte verlieren. Wir hatten grundsätzlich einen Trigger angesetzt und gesagt, dass der DAX ja donnerstags gerne mal zur Seite schlägt, gerne auch volatil, haben wir gesagt, ne? Volatil zur Seite schlägt. Das war nicht volatil, das war absolutes Gegenteil von volatil, das war absolut fast gar nichts. Wir haben gesagt, oberhalb von 13.530 hätte unser DAX gute Chancen, hier noch eben die 600 und 620 anzulaufen, bis sogar 640, ne, wo das letzte Hoch lag. Wenn wir das jetzt mal so sehen, hat unser DAX eigentlich dann trotz angetriggertem Long Trigger nicht geliefert. Ne? Also ich meine, er hat die super Ausgangslage bekommen, hier sogar per Aufwärtsgap drüber zu setzen, sich zweifach per Doppelboden unten abzuholen. Ist ein bisschen verwunderlich, dass er oben das jetzt nicht geholt hat. Es kann sein, dass das jetzt zum Freitag noch kommt, dass es sich jetzt zum Freitag noch gänzlich oben rausschiebt und Wochenschluss auf Wochen hochbringt und wirklich den letzten noch Short rausekelt, der hier vielleicht in der ganzen Bewegung irgendwie Short reingehauen hat. Sie erinnern sich vielleicht, wie es letzte Woche aussah. Da sind wir auch zum Freitag zum schlechtmöglichsten Kurs noch fast rausgegangen, sodass auch alle die Leute gezwungen wurden, ihre Longs zu beenden. Was geschehen ist, war das. Deswegen wird es für mich jetzt sehr interessant, wie das weiterläuft. Also im Wochenchart haben wir können mal reingucken, also das ist ein Bullish Engulfing schon, und zwar richtig krasses. Also wenn der DAX solche markanten grünen Kerzen setzt, dann müssen wir nur mal durchgucken, wann so grüne, markante, lange Kerzen gekommen sind. Das sieht man sehr, sehr, sehr selten. Nur danach dann direkt rote Wochenkerzen kommen. Ne? Also wenn man sagt, man sucht sich mal so eine Kerzen in dem Ausmaß raus und nimmt davon 10 Stück, dann gibt es da auf zwei vielleicht eine rote Kerze dahinter und ansonsten lauter grüne. Ne? Wenn wir hier, schauen Sie mal, das hier ist vergleichbar, das hier ist vergleichbar. Kam immer noch mal gut, die gleiche Distanz nach oben, wenn nicht gar noch mehr. Hier haben wir auch so eine, sogar von der Formation ähnlich, ne? Auch hier schöne rote, lange Kerze, dann direkt ausgekontert in grün. Da ging es auch erstmal 3, 4 Wochen noch nach oben. Ja, ansonsten haben wir hier immer mal noch eine grüne, so in dem Ausmaß, in der Größe. Hier hinten haben wir noch mal so eine grüne. Da hätte es zum Beispiel nicht geklappt, da ist ein Rot hinterhergekommen, aber nicht viel. Da ist der Markt trotzdem weiter gestiegen. Und von daher müssen wir schon sagen, also mit der Vorlage hat er nächste Woche natürlich ein bisschen einen Freifahrtschein nach oben raus auch. Das ist heftig, das ist heftig. Also dem wird es nicht mal was abtun, wenn er zum Freitag da ein bisschen was abgibt. Auch wenn wir im Tageschart gucken, ja gut, im Tageschart haben wir einen Doji reingestellt, hier oben am letzten Hoch. Wenn wir per Abwärtsgap reinkommen sollten, unter 5,10, unter 5,15 hätte man Island Gap. Aber das müsste auch erstmal machen, ne? Also kommt er unter 5,13, 5,15 rein, hätte das starken Abwärts Charakter, hätte das starken Druck nach unten, aber es müsste echt erst mal kommen. Also Gap unter 5,15, der sieht ja so stabil momentan aus, so stabil wie er hier aussah. Ne? Am Montag hatten wir auch schon so einen Tag, der war fast so ähnlich auch von der Prägung, Ausprägung und dann schauen Sie mal, was dann nachgekommen ist. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier mal so stehen. Der DAX ist noch stabil auf hohem Niveau, da ist noch keine Umkehrsignale da, da ist es zu voreilig jetzt hier schon zu sagen, dass da irgendwas zurückknallen muss. Aber wir können auf jeden Fall hier mal ein bisschen was mitsetzen und da gehen wir eben auf die 5,15 ein, da gehen wir auf die 5,20 ein, da liegt jetzt auch ein offenes Gap. Das heißt, wir nehmen das einfach mal mit. Zum Freitag hier durchaus noch Chancen. 47 wäre oben mein Ziel. Wenn er über die 6,40 drüber springt zum Freitag, denken Sie dran, Freitag, die ziehen auch gerne mal durch. Und ansonsten würde ich so sagen, ja, unterhalb von 5,20, 5,15. Können wir hier vielleicht so als kleinen Short-Trigger mitnehmen. Unterhalb von 5,20, 5,15. Sagen wir mal unter 5,30 eigentlich eher mehr. Unter 5,30 würde unser DAX ein erstes kleines Verkaufssignal setzen. Dann würde er nämlich den Boden kaputt machen, den er sich hier vorher gesetzt hat. Na, diesen Doppelboden, den er gesetzt hat zum Donnerstag nun. Wenn er den nach unten kaputt macht, hätte er Potenziale auf den Gap-Close hier um die 500, auf das letzte Hoch bei 5,20. Auf eine 4,90, auf eine 4,80 und dann gegebenenfalls mal auf den Trend hier. Um die 4,60 notiert er momentan. Wir haben auch am unteren Band nochmal dran. Also knapp 100 Punkte Abwärtspotenzial stand hier für den Freitag durchaus denkbar. Wenn er anfängt zu fallen,
Wir nehmen mal noch die 400, 420 bis ja, 493 noch mit rein als Unterstützung. In dem Fall, das sollte nicht halten, aber so ruhig wie der war, ich denke, da wird nicht viel anbrennen. Ich glaube, der wird eher sogar noch nach oben raus. Der wird uns die 630, 640 geben und er muss sich zeigen. Also, ich würde es ihm zutrauen, dass er oben durchrennt, dass er über die 640 geht und dann bis in den Feierabend oben ansteigt. Hier sind jetzt so viele Short drin, so viele Schieflagen wahrscheinlich noch offen. Die würde so richtig, 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 richtig ärgern. So, und dann gehen die alle rein, fühlen sich am Freitag schon scheiße mit ihrer Position, überlegen, ob sie das ins Wochenende noch mitnehmen. Und dann würde die Montag noch bestrafen, wenn sie es doch gehalten haben, wird die Montag oben nochmal rausschmeißen, noch einen hoch machen und dann erst zurückkommen. Das wäre eigentlich typisch. Oder er dreht jetzt eben rein, aber dazu brauchen wir die 5,30. Wir müssen unter 5,30. Vor 5,30 ist hier alles noch positiv. Mit Tendenz eher Richtung 6,40 und sogar 47, wenn man so will. Ne? Amerikaner, die sind alle an den Allzeithochs da, können unser DAX auch schaffen. Ja, mehr kann ich Ihnen hier gar nicht mitgeben. Sieht leider positiv aus. Auch für alle, die hier vielleicht noch irgendwo schief drin hängen. Da kann man momentan nicht viel Negatives rauslesen. Selbst mit bestem Willen nicht. Das ist einfach stark, was unser DAX macht. Das muss man schon so sagen. Das ist einfach stark. Na, auch wenn gesättigt jetzt hier definitiv ein bisschen, da ist nicht mehr viel reingekommen. Aber solange da auch nichts rauskommt, ist das erstmal egal. Na, im Zweifel geht er 2, 3 Tage zur Seite und ballert nochmal oben raus. Also, ne, das ist nicht negativ, wenn es erstmal nicht weitergeht. Es ist erst negativ, wenn er dann auch abdreht aus so einer Seitwärtsbewegung raus. Ne? Da ein bisschen aufpassen. Und dann könnte man durch den Freitag eigentlich ganz gut durchkommen. Ja, gut. Dann soll es das soweit von mir gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.